Rezensionen sind echt wichtig für Podcaster. Und ich möchte, dass möglichst viele Leute meinen Podcast rezensieren. Was tue ich? Ich rezensiere die Podcasts von anderen Leuten, sodass du hoffentlich inspiriert wirst, meinen Podcast zu rezensieren. Ich habe auch eine ganz detaillierte Anleitung geschrieben, wie du einen Podcast rezensieren kannst. Gehe einfach auf meine Webseite authenticgermanlearning.com/listen oder auch einfach nur authenticgermanlearning.com und dann klicke auf Podcast. Ja, hier im Menü Podcast. Und alle diese Seiten kannst du auch übersetzen ins Deutsche oder andersrum ins Englische, ja, indem du einfach hier klickst, die Seite auf Deutsch. Und wenn du auf der Podcast-Seite bist und runterscrollst, dann ist hier ein Button, eine Schaltfläche, How to write a review. Hier klickst du drauf und du siehst eine Anleitung. Und wenn du die Seite auf Deutsch lesen möchtest, dann klickst du einfach auf die Seite auf Deutsch. Und hier ist eine ganz detaillierte Anleitung, wie du den Podcast rezensieren kannst. Aber hier mache ich es ein bisschen einfacher. Ja, ich habe iTunes installiert auf meinem PC. Ich bin hier im Store und hier unter Podcasts und dann gebe ich hier ein Italiano Automatico. Boom. Das ist ein sehr toller Podcast. Ein Podcast, der mich inspiriert hat, meinen Podcast zu starten. Ja, Italiano Automatico und von Alberto Arrighini, ein Kumpel von mir. Und hier klickst du auf Abonnieren, ja, oder hier kann man auf Abonnieren klicken und hier kann man auf Bewertungen und Rezensionen klicken. So. 5 Sterne. Ist doch klar, wenn ich schon eine Rezension schreibe, dann 5 Sterne. Modo bene, grazie mille. Ich habe keinen Fehler gemacht, wahrscheinlich ist das auf Englisch, aber Englisch ist ganz gut. I really, really enjoy this podcast. It has helped me enormously. Yeah, it has helped me to improve my Italian. And not only that, it also inspired me to make my own podcast for German learners. Authentic German learning. Okay, vielleicht kann man es auch noch einen kleinen Plug geben hier. Alberto is a huge inspiration to me because he shares not only valuable insights into the Italian language, but also personal development tips. I also enjoy very much listening to him talking with his grandmother and other people on the podcast who are all very smiling and so on and full of energy. So, ja, das war meine Rezension für Italiano Automatico, ein Podcast, der mich sehr inspiriert hat und ihr könnt ihn ja auch mal anhören. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat dich dazu inspiriert, auch nicht faul zu sein und vielleicht auch meinen Podcast zu rezensieren. Vielen Dank im Voraus.